Jo Leute, was geht? Freunde, heute gibt es mal endlich ein Video zu Schlaglöchern. Ganz genau, Leute, wir werden uns heute nämlich die gefährlichsten Schlaglöcher bzw. Löcher anschauen, die so auf der Welt passiert sind. Auf dem Kanal von Weise Eule schauen wir uns natürlich das Video die 20 gefährlichsten Löcher der Welt an und wir schauen, Leute, uns heute, glaube ich, 12 davon an. Und wenn ihr auf jeden Fall den zweiten Part haben wollt, dann lasst einen Daumen nach oben da und falls dieses Video 1500 Likes schafft, gibt es die Fortsetzung. Also, ihr wisst Bescheid, let's go! Tief unter der Oberfläche unseres Planeten befinden sich einige der furchterregendsten Löcher, die je von den Kräften der Natur geschaffen wurden. Diese geheimnisvollen Öffnungen in der Erde können... Yo, ey, das sieht schon mal nach einem heftig großen Loch aus. Also wenn ich da ein GTA drüber fahren würde, das wäre schon so bei Level 5 circa. ...auf verschiedene Arten entstehen. Von natürlichen Prozessen bis hin zu menschlichen Aktivitäten. Heute zeigen wir euch die 20 gefährlichsten Löcher der Erde. Du bist neu auf diesem Kanal? Dann vergiss nicht, uns zu abonnieren und aktiviere die Benachrichtigungsglocke. Bevor wir anfangen, gib einen Daumen hoch. Glaubt ihr, Leute, dass in diesem Part auch das Mr. Beast mit dem Loch-Video sein wird? Lamborghini oder Bus oder Zug versus Loch? Nummer 20. Okay, was ist das denn? Ice Cube ist eine bemerkenswerte wissenschaftliche Einrichtung in der Nähe der Amundsen-Scott-Südpol-Station. Es ist ein riesiges Teilchen-Nachweissystem mit einer Größe von einem Kubikkilometer, das vollständig aus antarktischem Eis gebaut wurde. Unter der Eisoberfläche in einer Tiefe von etwa 2500 Metern besteht Ice Cube aus 86 Springs, die Neutrinos aufspüren können. Oha. Die Fähigkeiten des Observatoriums werden durch zwei zusätzliche Komponenten noch erweitert. Ice Top, ein Array auf der Oberfläche, und Deep Core, ein dichterer Subdetektor. Diese Ergänzungen machen das Observatorium zu einer vielseitigen Einrichtung, mit der eine Vielzahl von Phänomenen untersucht werden kann. Ice Cube ist der erste Gigatonnen-Neutrino-Detektor der Welt. Sein Hauptziel ist es, Neutrinos zu beobachten, die von den gewaltigsten kosmischen Quellen im ganzen Universum ausgestoßen werden. Neutrinos sind nahezu masselos und haben keine elektrische Ladung. Sie legen große Entfernungen von ihren Quellen zurück, ohne dass es zu nennenswerten Energieverlusten oder Ablenkungen durch Magnetfelder kommt. Nach 7 australischen Sommern wurde am 18. Dezember 2010 der letzte der 86 Springs von Ice Cube im Eis der Antarktis versenkt. Nach einem Jahrzehnt... Junge, Alter, wie lang geht dieser Punkt bitte? Alter! Junge! Ich weiß gar nicht, wovon die reden mit Neutrinos und so. Was für Sachen untersuchen die? Warum haben die so riesige Löcher und so in so hoher Stückzahl angefertigt? Und was hat das jetzt mit den höchsten Gebäuden der Welt zu tun? Ja, okay, wahrscheinlich, weil es die Tiefe ist. Aber irgendwie, ja, das ist schon ein krasses Loch, ne? Das ist schon ein heftiges Loch. Aber irgendwie auch merkwürdig. War es endlich fertiggestellt und markierte einen bedeutenden Meilenstein auf dem Gebiet der astrophysikalischen Forschung. Nummer 19. Also ich persönlich finde es jetzt nicht so ein krasses Schlagloch, aber es ist beeindruckend, mit welcher Tiefe man so in der Antarktis ein Loch machen kann. 2 Kilometer. Baori ist ein außergewöhnlicher Stufenbrunnen, der vor über einem Jahrtausend in dem Dorf Abaneri in der indischen Provinz Rajasthan gebaut wurde. Er ist bekannt als einer der größten und faszinierendsten Stufenbrunnen der Welt und berühmt für seine architektonische Schönheit. Er wurde von König Shanada im 9. Jahrhundert erbaut. Stufenbrunnen, die auch Baori genannt werden, nehmen in der indischen Architektur und Kultur einen besonderen Platz ein. In der Vergangenheit dienten sie mehreren Zwecken, vor allem als zuverlässige Wasserquelle in trockenen Regionen. Aber Stufenbrunnen wie Chand Baori waren nicht nur zweckmäßig, sondern dienten auch als soziale Treffpunkte und Orte für religiöse Zeremonien. Frauen spielten an den Stufenbrunnen eine wichtige Rolle. Sie waren für das Wasserholen zuständig und brachten der Brunnengöttin Gebete und Opfergaben dar, in der Hoffnung auf ihren göttlichen Segen. Ja, okay. Das sieht eigentlich cool aus, ne? So eine coole Einrichtung. Find, das hat schon so eine schöne Optik. Ja, natürlich so. Das ist eine umgekehrte Pyramide, so würde man das sagen. Und da holt man dann das Wasser. Okay, man geht dann über die Stufen hoch und transportiert das Wasser dann woanders hin. Aber wenn es dann ja da reinregnet, und normale Brunnen haben ja auch so eine Überdachung, damit es da nicht reinregnet, damit es nicht so dreckig wird. Das muss doch am Grund des Wassers, muss doch das dreckigste Wasser überhaupt sein. Weil immer von der Oberfläche irgendwas in dieses Loch da reinregnet, ne? Irgendwas reinweht. Beeindruckende Anlage besteht aus 3500 schmalen Stufen,
die in perfekter Symmetrie angeordnet sind und bis zu einer erstaunlichen Tiefe von 20 Metern hinabreichen. Das ist mit krass. Seinen 13 Stockwerken ist er sowohl der größte... Boah, Leute, stellt euch vor, dass man das als eine Art Theater nutzen würde. Das wäre krass. ...als auch der tiefste Stufenbrunnen in Indien. Nummer 18. Zhao Zhai Tiancheng, auch bekannt... Zhao Zhai Tiancheng? Oder wie? Was? Oh, ich sehe da ein Riesenloch. ...und als himmlische Grube wurde 1994 von Experten entdeckt und gilt als das tiefste Sinkloch der Welt. Er befindet sich im Bezirk Fengji in der Stadt Chongqing in China. Junge, Beijing in Chongqing, oh, okay. Bedingung. Dieses kolossale Geolog... Boah, yo, guckt euch mal dieses Loch an, das sieht ja richtig schön aus. Das ist ja wie... Boah, das könnte man als Windows XP 2 Wallpaper machen. Windows XP hat auch eins der schönsten Wallpaper gehabt. Es tut mir an jeden Einzelnen leid, der die Windows XP-Zeit nicht in der Kindheit miterlebt hat. Es tut mir wirklich leid, ihr habt echt was verpasst. Es tut mir wirklich, wirklich für euch leid. Muss ich wirklich sagen. Aber das ist ein richtig krasses Foto. Logische Wunder hat einen Durchmesser von etwa 537 Metern und reicht bis zu einer erstaunlichen Tiefe von 511 bis 662 Metern in die Erde. Ist irgendwas mit Weiße Eule? Der hört sich heute anders an. Seine Stimme ist auch irgendwie, als wäre das von einem anderen Mikrofon. Irgendwas... Weiße Eule, free Weiße Eule in die Kommentare, free Weiße Eule. Der Zhao Zhai Tiancheng zeichnet sich durch seine fast senkrechten Wände aus und hat ein riesiges Volumen von etwa 120.000 Millionen Kubikmetern. Er befindet sich über der Difeng-Höhle und verdankt seine Entstehung dem mächtigen unterirdischen Fluss, der sich seinen Weg durch die Region gebahnt hat. Der unterirdische Fluss erstreckt sich etwa 8,5 Kilometer von der unterirdischen Tianjin-Schlucht, bevor er an der Klippe des Migong-Flusses ans Tageslicht tritt. An dieser Stelle bildet das unterirdische Wassersystem einen wunderschönen 46 Meter hohen Wasserfall. Der Wasserfall sieht schon sehr nice aus, Leute. Das von 1285 registrierten Pflanzenarten unterstützt wird. Außerdem bietet es einen Lebensraum für schwer fassbare Tierarten, wie den gefleckten Leoparden, von denen schätzungsweise weniger als 10.000 in freier Wildbahn gibt. Puh. Nummer 17. Stabil, ey. Das ist ein sehr schönes Loch. Ein sehr schönes Schlagloch. Devil's Sink. Das ist ein Schlagloch. Aber das ist nicht irgendein Schlagloch. Das ist ein richtiges Loch. Cole ist ein National Natural Landmark und beherbergt eine der größten Fledermauskolonien in Texas. An diesem atemberaubenden Ort leben etwa 3 Millionen mexikanische Freischwanzfledermäuse. Das Sinkhole selbst ist eine bemerkenswerte geologische Formation mit einem 15 Meter breiten Schacht, der 43 Meter tief in die darunter liegende Höhle stürzt. Die Höhle hat einen Durchmesser von über 97 Metern und erreicht eine beeindruckende Tiefe von 107 bis 120 Metern. Um dieses empfindliche Naturwunder zu erhalten und zu schützen, ist der Zugang zur Höhle beschränkt. Es gibt Hinweise darauf, dass die Höhle von Campern aus der mittleren archaischen Zeit zwischen 2500 und 4000 vor Christus genutzt wurde. Die Höhle befindet sich nördlich von Rock Springs im Edwards County in der Nähe des Hackberry Creek. Sie ist Teil eines ausgedehnten Karstsystems mit unterirdischen Höhlen im... Ist dort in diesem Loch irgendwas anderes noch zu sehen? Ist dort vielleicht in diesem Loch so etwas wie, so Wasser, wo man... Ich habe da ja gewisse Videos gesehen, wo jemand reinspringt in so ein Loch und dann irgendwie da drinnen landet. Porösen Edwards Plateau. Seine Entstehung ist auf den Einsturz eines unterirdischen Auflösungshohlraums zurückzuführen. Nummer 16. Das ist schon krass. Ja, dieses Weiße Eule-Foto. Einfach so, yo, im Eis am Chillen. Versteckt in der atemberaubenden Landschaft am Nordufer des Toten Meeres liegt ein unwirklich anmutendes Sinkhole, das nur mit dem Kajak oder Boot erreichbar ist. Okay. Dieser Ort hat in den letzten 10 Jahren einen beklagenswerten wirtschaftlichen Zusammenbruch erlebt. Große Teile des Landes wurden als instabil eingestuft, was zu Zugangsblockaden führte. Bauernhöfe, Strände, Parkplätze und Geschäfte sind dem unerbittlichen Griff der Erdfälle zum Opfer gefallen. In den letzten Jahren hat das Problem die Türschwelle des Kibbutz Ein Gedi erreicht, der als erste Gemeinde des Landes von einem... Oh, das ist wirklich ein Schlagloch. Da haben wir eine Straße und die ist einsturzgefährdet, weil... Ja, aufgrund des Untergrund hat sich irgendwie bewegt. Erdfall bedroht ist.
Der Grund für diese sich zuspitzende Krise ist der sinkende Wasserspiegel des Toten Meeres, der sich mit einer atemberaubenden Geschwindigkeit von über einem Meter pro Jahr zurückzieht. Wow, ein Meter pro Jahr. Okay, da gibt es ja Leute, die sagen immer, Meeresspiegel steigt an. Da hat sich irgendwie in den letzten 5000 Millionen Jahren, wie auch immer, denn nur um 2 Meter erhöht oder sowas. Und es gibt ja immer diese Gerüchte und auch Studien, die sagen, Miami ist unter Wasser bald. Das gab es auch schon vor 50 Jahren, wurde das gesagt. Und in der Zwischenzeit ist das Wasser nicht signifikant angestiegen. Die gleichen Aussagen tätigt man, dass es bis 2050 auch der Fall ist. Wäre natürlich schade, weil man sieht schon ein paar Videos, wo Miami unter Wasser ist. Mal wegen Überflutungen. Das ist schon schade, sowas zu sehen, weil Miami ist echt schön. Also nah am Wasser, aber man hat da ein bisschen Angst, ne? Tsunami und so. Ich glaube, in GTA 6 wird es definitiv Tsunami-Mods geben, aber richtige. Wenn sich der Grundwasserspiegel von der Küste entfernt, wird eine uralte Salzschicht, die sich zwischen 5 und 60 Metern unter der Oberfläche befindet, dem Regenwasser ausgesetzt, das noch nicht mit Salz gesättigt ist. Die allmähliche Auflösung dieser Salzschicht macht die Oberfläche immer instabiler und führt schließlich zu unvermeidlichen Einstürzen. Einige Geologen schätzen, dass die Region um das Tote Meer bereits von rund 7000 Dolinen geplagt wird. Eine Zahl, die sich in den kommenden Jahren voraussichtlich verdoppeln wird. Nummer 15. Eingebettet in die sengenden Sanddünen des Karakum. Einfach mitten in so einer Wüste siehst du ein gewaltiges Loch, das auch umzäunt ist, weil es zu gefährlich ist, dort reinzugehen. Es gibt auch bestimmt Leute, die aus Versehen sehen, oh yo, ich gehe einfach mal in der Wüste und dann zack, siehst du so ein riesiges Loch. Wüste liegt ein geheimnisvolles Gebiet, das etwa 70% der Fläche Turkmen... Und da ist Wasser drin. Man sieht, wie strahlend die Reflexion des Wassers ist. Menistans einnimmt. An diesem Ort befindet sich ein... Oder nein. Ich habe nichts gesagt, es war doch nicht Wasser, es war Feuer. Ein surreales Schauspiel, das als Höllentor bekannt ist. Auch wenn der offizielle Name Darwaza-Krater lautet, bleibt der Ursprung dieses riesigen, glühenden Kraters ein Geheimnis. Darwaza ist ein flammender Gaskrater, der schon seit Jahrzehnten Feuer spuckt. Die Legende besagt, dass sowjetische Geologen 1971 im Herzen der Wüste nach Öl suchten, als sie unerwartet auf ein Erdgasvorkommen stießen. Die Erde unter ihnen gab nach und stürzte ein, wodurch 3 große Erdfälle entstanden. Um zu verhindern, dass das Methan in die Atmosphäre entweicht, beschloss man, eines der Erdlöcher anzuzünden. Ah, okay, ich verstehe. Methan ist ja Treibhausgas. Und wenn man es anzündet, dann gibt es eine chemische Reaktion, es entzündet sich, es verbraucht, ne? Kohlenstoff wird freigesetzt und Sauerstoff wird auch irgendwie verbunden mit dem Methan. So, das ist irgendwie, keine Ahnung, ob da Flüssigkeit entsteht, Wasser. Wasser und Kohlenstoff in der Spaltung, gehe ich von aus. Und das lässt sich leichter eindämmen als das Methan selbst, weil Methan ist ein sehr viel gefährlicheres Treibhausgas. In der Annahme, dass es innerhalb weniger Wochen erlöschen würde. Nach Angaben lokaler turkmenischer Geologen entstand der kolossale Krater mit einem Durchmesser von 69 Metern und einer Tiefe von 30 Metern erstmals in den 1960er Jahren. Alter, es ist so ein krasses Naturschauspiel. Wie krass ist das bitte? Stellt euch vor, ihr wollt so ein Lagerfeuer, Campingfest machen. Dann setzt ihr euch einfach an die Kante und ihr bekommt schön Wärme spendiert. Es ist aber, glaube ich, auch gefährlich dort zu sein, wegen dem Methan. Es ist bestimmt noch irgendwas, was übrig ist. Aufgrund des hohen Stellenwerts, den Gas und Öl während der Sowjetherrschaft in Turkmenistan hatten, sind alle Daten über die Entstehung des Kraters als streng geheim eingestuft. Nummer 14. Sinklöcher sind ein wieder... Yo! Einfach in der Stadt ein riesiges dunkles Loch. ...wiederkehrendes Phänomen in Guatemala-Stadt. Im Jahr 2007 verschwanden zum Beispiel 3 Menschen und mehrere Häuser in der Erde. Aber nichts konnte die Stadt auf das vorbereiten, was am 30. Mai 2010 geschah. Ein riesiges Loch mit einem Durchmesser von etwa 18 Metern und... Das sieht nicht so aus, oder? So ein perfektes Loch kann doch nicht real sein, oder? ...mit einer Tiefe von 30 Stockwerken tat sich plötzlich im Herzen von Guatemala-Stadt auf. Es verschlang ein dreistöckiges Gebäude und ein Haus, wobei Berichten zufolge eine Person ihr Leben verlor. Nur eine. Bei dem riesigen Loch. Wahnsinn. Erdfälle entstehen in der Regel, wenn unterirdische Flüsse oder Wasserreservoirs das Gestein erodieren und den Boden darüber zum Einsturz bringen. Guatemala-Stadt ist jedoch hauptsächlich auf... Ey,
das Loch ist so groß und so tief, da lohnt es sich ja schon fast bald eine Brücke zu errichten, anstatt das Loch zu füllen. Schwache Material wie vulkanischem Bimsstein gebaut, was dazu führt, dass sich Erdfälle besonders schnell bilden und nur wenig Zeit zum Entkommen bleibt. Die Ursache für die Entstehung wird oft dem Tropensturm Agatha zugeschrieben. Agatha, Leute, Agatha ist mal wieder schuld. Agatha hat gekocht, meine Damen und Herren. Ja, Agatha hat dieses riesige Loch gekocht, ja. Fachleute vermuten, dass durch gebrochene unterirdische Rohre Wasser unter das Gebäude geflossen ist und so zur Entstehung des riesigen Lochs beigetragen hat. Poh. Die guatemaltekischen Behörden arbeiteten dringend daran, das Leck zu lokalisieren, den Wasseraustritt zu stoppen und das Loch zu füllen, damit es sich... Das ist richtige Klischee-Schlaglöcher, wie in meinen GTA-Videos oder wie in BeamNG. ...nicht weiter vergrößert. Das Füllen eines solchen Lochs kann jedoch Jahre dauern. Ja. Vor allem unter den schwierigen Bedingungen in den armen Vierteln von Guatemala-Stadt, wo der Verkehr nur langsam vorankommt. Die Frage ist auch, womit willst du das füllen? Oh mein Gott. Womit will man das Loch füllen? Will man das mit Steinen füllen, mit Sand, etwas, das das ausfüllt? Und wie kriegt man den Boden dann auch wieder fest? Man sieht halt tatsächlich, dass es so Lehmboden ist. Es wurde, glaube ich, nie platt gedrückt. Nummer 13. Dean's Blue Hole auf den Bahamas auf Long Island gelegen, wow, ist eines der tiefsten bekannten blauen Löcher der Welt. Okay. Mit einer Tiefe von etwa 202 Metern. Es gibt schwarze Löcher, dann gibt es blaue Löcher. Dann gibt's viele Löcher. Dann ist es nach dem Dragon Hole im Südchinesischen Meer das zweittiefste blaue Loch der Welt. Es ist auch das zweitgrößte blaue Loch, denn das Belize Blue Hole ist zwar größer, aber nicht so tief. Deans Blue Hole ist von einem wunderschönen Strand umgeben und wird auf drei Seiten von einem natürlichen Felsamphitheater umschlossen. Diese malerische Umgebung mit ihrer türkisfarbenen Lagune und dem puderweißen Sand macht den Reiz des Lochs aus. Es ist auch ein beliebtes Ziel für... Das klingt ein bisschen so doppeldeutig. Ah. ...Taucher und Schnorchler, denn das kristallklare Wasser bietet eine hervorragende Sicht von bis zu 35 Metern. Die ruhige und geschützte Lage des Blauen Lochs, geschützt vor starken Winden und... Aber die Lage sieht sehr schön aus. Also ich meine, dieses hellblaue, türkisblaue Wasser, dann natürlich der weiße Strand, das sieht so besonders aus. Ich persönlich fände es so viel schöner, wenn dieses Loch weg wäre und es einfach hellblau bleibt, dass man dann auch mal noch drauf stehen kann. Aber dieses blaue Loch hat auch noch ein ganz besonderes Feeling. Wellen macht es sogar für Schwimmanfänger geeignet. Oh, okay. Nummer 12. Na gut. Die Stadt Bereznicki im russischen Ural. Bereznicki. Ural befindet sich in einer einzigartigen und herausfordernden Situation, dass sie langsam im Boden versinkt. Jo, ich sehe es gerade, die Stadt ist ja versunken. Die Stadt geht dort weiter. Hier, an der Stelle geht die Stadt weiter. Und die ist hier unter Wasser. Das ist so krass. Das ist ja mal krass. Bereznicki mit seinen über 150.000 Einwohnern wurde direkt auf einem Kalibergwerk gebaut, wie es zu Sowjetzeiten üblich war. Nach fast einem Jahrhundert des Abbaus entstanden unter der Stadt tiefe Hohlräume, deren Decken nur durch Wände und Säulen aus löslichem Salz gestützt werden. Im Jahr 2006 begann eine Süßwasserquelle in das Bergwerk zu fließen, das etwa 220 bis 450 Meter unter der Oberfläche liegt. Dieser Wasserzufluss löste die Stützpfeiler auf, was zu Gebäudeeinstürzen und erheblichen Schäden an Wohngebieten und Unternehmen führte. Die Stadt hat nun mit mehreren Erdfällen zu kämpfen, von denen der größte, der den Spitznamen The Grandfather trägt, fast 400 Meter breit und über 200 Meter tief ist. Irgendwie sehen diese Orte nicht so aus wie eine PUBG-Map. Die sehen doch so leer, seelenlos und weit aus und uninteressant. Da ist Architektur, die Landschaft verpestet. Ist nichts daran schön. Nichts. Gar nichts an der Architektur sieht überhaupt schön aus. Es ist nur funktional und selbst da muss man sagen, yo, man hat nicht dieses Städtefeeling, weil es ist immer noch so viel Natur dort in den Städten, dass es nicht das Feeling gibt einer Stadt. Aber es ist auch so komische Gebäude, dass die nicht in die Natur reinpassen, dass die nicht reinfügen. Das sind die hässlichsten Gebäude, die ich gesehen habe. Also wirklich sowjetische Bergwerke, Gebiete oder so, ganz schlimm. Dieses spezielle Sinkloch bedroht die einzige Eisenbahnlinie zu
und von den Kalibergwerken, die eine wichtige Quelle für Beschäftigung und wirtschaftliche Aktivität in Bereznicki sind. In den Minen werden etwa 10% des Kaliums der Welt produziert. Ingenieure haben den Behörden versichert, dass sich keine neuen Erdfälle bilden werden, aber eine wachsame Überwachung... Jo, dieses Loch wächst einfach immer weiter, man sieht, es wird immer größer. ...ist weiterhin dringend notwendig. Etwa 12.000 Einwohner haben sich jedoch entschlossen, Bereznicki zu verlassen und in stabilere Gebiete zu ziehen. Jo, das ist schon heftig. Aber gut, Leute, ich denke, hier an dieser Stelle machen wir tatsächlich schon einmal Schluss. Das Video ist doch ein bisschen länger geworden, als ich dachte. Deswegen würde ich sagen, wenn ihr möchtet, dass wir die letzten Top 11 uns anschauen, dann natürlich gerne einen Daumen nach oben da lassen. Abonniert auch gerne den Kanal und wir sehen uns im nächsten Video wieder. IDs raus und rein und ciao!